wise and don't try to hide. You're a silly spook, place it by your side. Shrouded in a black disguise. They pretend to terrorize. Grim Windows, come out to socialize. So, willkommen zum Stream heute Abend hier bei mir. Wir spielen heute ein wenig Pumpkin Jack. Das kam jetzt vor ein paar Tagen raus auf Steam. Ich kann noch mal kurz schauen. Im Prinzip ist es, glaube ich, Early Access gewesen. Ne, Early Access nicht. Wie nennt man das? Nicht Early Access. Indie war es gewesen. Genau. Ist ein Indie-Spiel, wenn ich mich nicht geirrt habe. Zumindest fällt es darunter. Sieht an sich recht cool aus. Hat aber, naja, einigen gefällt es natürlich nicht so. Diesen knallbunten Cartoon-Look, den es in manchen Spielen gibt. Ansonsten, ja, so an sich hat das Spiel was, weiß ich nicht. Also zumindest der Eindruck vermittelt es mir, dass das gut werden könnte, wenn wir das spielen. Ansonsten, mal gucken, wie lange wir heute machen. Ich denke mal, jetzt haben wir es für 6. Vielleicht 2-3 Stunden. Ja, 3 hatte ich eigentlich so angedacht, aber mal gucken, wie weit wir da heute kommen. Ich kann ja das Ganze schon mal starten. Die Musik natürlich ausmachen. Und das Spiel vorbereiten. Ja, schauen wir mal. Einfach mal schauen. So. Live. Sorry, da war er gerade weg. Ich brauche ja da mal schon. Ja, wunderbar, klappt doch. In gewisser Weise hat es auch so ein bisschen den Look von Sea of Thieves, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre.
Ja, hier hat man sogar noch eine Skin-Auswahl. Wahrscheinlich die ganzen Dinger, die man sammeln kann. Einmal den Kürbiskönig, natürlich standardmäßig. Dazu gibt es den Holzfäller, Cowboy, Samurai, den Kommissar, Skelett, Bussard. Ja, und das war's dann auch schon. Ich kann mir richtig vorstellen, aber Bussard sieht ganz cool aus. Der Samurai vielleicht auch noch. Na gut. So, ansonsten vom Sound her sollte es eigentlich auch passen. Großartig da irgendwie was umstellen brauche ich, glaube ich, nicht. Gut, dann würde ich sagen, auf ins Abenteuer. Once upon a time in the great, ein bisschen leiser. Arkansas Kingdom. The world lived in peace and coexistence. Between the humans, the animals, the birds. Even the cute little bunny rabbits. It was an age of prosperity without anything to fear of war, famine, catastrophe. It was so very boring. So boring, in fact, that even the devil himself was bored brainless. The devil dreamed of bloodshed, pestilence, suffering on a cosmic scale. So, he devised a plan to make things in Arkansas a little more entertaining. The devil unleashed the curse of the eternal night. A powerful spell that conjured mindless, soulless, heartless monsters across the world. The monsters lay waste to every city, every home, every leaky outhouse, and backwater town in the kingdom. It was beautiful, but for some reason, the humans quite enjoyed their safe, boring little lives. They couldn't handle a few pesky monsters coming in and tearing them all limb from limb. So, they called upon the champion, the mighty wizard. A sorcerer with the skill and intellect to break the curse and usurp the devil's power. The wizard departed his luxurious tower and his studies to find the power he needed to break the curse of the eternal night. Very well. Sieht aus wie Vivi. Two can play that game. And who knows, this might be the fun I've been looking for. So in response to the wizard's quest, he called upon a champion of his own. Stingy Jack, history's greatest trickster and con artist, banished to wander the world as a wayward spirit. The devil crammed Jack's soul into the skin of a pumpkin and made him a deal. The devil would forgive Jack's past misdeeds and grant him passage to the afterlife. And in return, he gave Jack one simple mission. Find the wizard and destroy him. Hat ein bisschen auch so ein was von Story ist, habe ich so das Gefühl. Also mit diesem Fuchs, den wir mal gespielt hatten. War das ein Fuchs? Keine Ahnung. Also so an sich scheint der Sound okay zu sein. Das Dumme ist bloß... die Videosequenzen habe ich leiser gemacht gehabt. Machen wir es mal so. Ansonsten sollte es eigentlich passen. Oh, schick. So, der erste Eindruck gefällt mir. Ha. Diese Welt ist ein einziges Chaos. Der Teufel zieht das voll durch. Ja, jetzt konnte ich nicht komplett. So kann man springen. Okay. Ausweichrollen gibt es auch. Uiuiui. Gar nicht so übers, aber er braucht meine Hilfe, um den lässigen Zauberer loszuwerden. Na, tatsächlich, Doppelsprung gibt's auch. Ui. Klettern geht natürlich auch. Kamera kann ich frei bewegen. Gut, das wusste ich natürlich jetzt nicht, dass ich da
da nicht ins Wasser gehen kann. Aber ja, gut, klar, ein Kürbiskopf, der Feuer in sich trägt. Ja, gut. Braucht man natürlich nicht drüber reden. Chaos, der Teufel zieht das Feuer durch mit dem Tod allen Lebens und der totalen Vernichtung. Oh ja. Ich hatte... Gute Frage. Finde ich trotzdem ein bisschen doof, dass ich nicht schwimmen kann. Ja klar. Ansonsten würde das Dings natürlich ausgehen, das Feuer in meinem Kopf, aber ansonsten... Wen haben wir denn da? Steckt wohl doch mehr in diesem Kürbiskopf, als man denkt. Mehr als unter deinem Gefieder auf jeden Fall, du Vogel. Zu spät dran und aufmüpfig? Du bekleckerst dich nicht gerade mit Ruhm, Jack. Wer bist du überhaupt und woher kennst du meinen Namen? Ich bin ein Diener des Teufels. Ich wurde geschickt, um dich und deine Arbeit mit Eulenaugen zu überwachen. Glaube ja nicht, dass der Teufel deine tückischen Taten vergessen hätte, Jack. Er vertraut dir ganz und gar nicht. Pah! Bleib mir lieber von der Pelle, falls nicht, hätte ich da noch dieses uralte Familienrezept für Hühnerschenkel. Dieses Hühnchen hier hat dir einen niegelnagelneuen Körper geschenkt. Wo wir gerade dabei sind, bringen wir dich mal wieder in Form. In Form bringen? Hast du mich gerade fett genannt? Alter, das ist so ein typischer Denkserspruch. Du bist ein Kürbis in Corpalis. Hast Jahrzehnte ohne richtigen Körper verbracht. Und jetzt hör auf herumzutrödeln. Wird Zeit, dass du dich an deinen neuen Körper gewöhnst. Hab ich doch schon. Hui. Ist natürlich ein Riesenvorteil, dass man die Lebensanzeige schon unten rechts sieht. In manchen Spielen gibt es ja keine Lebensanzeige, da wird halt bloß gezeigt, jo, ein roter Rand um deinem Bildschirm und du solltest halt dich vielleicht nicht zu oft treffen lassen. Ein Stückchen aus dem Kessel, diese blubbernde Brühe hält deinen Körper. Ach, das ist wahrscheinlich. Ah, ein Speicherpunkt. Doppelsprung haben wir ja schon mitbekommen. Was ist das denn hier? Ah, ein Schädel. Geht ein grünen Schädel. Das habe ich jetzt natürlich nicht gelesen. Aber cool. Das sind wahrscheinlich die Dinger, die man zum Bezahlen braucht. Da kommt noch einer, den habe ich gerade so gesehen. Ein zweites Mal werde ich hier wahrscheinlich nicht hochkommen, es sei denn, ich spiele das Ganze nochmal. Aber ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Kann ich da irgendwas drücken? Nee, ich kann bloß springen oder halt die Ausweichrolle. Im Anlauf und dann einen Doppelsprung habe ich doch. Soll ich etwa rennen oder was? Was stand da jetzt? Ich habe das nicht gelesen. Oh, das war jetzt schon wieder ein bisschen knapp, aber gut. Gar nicht mal so schlecht, Jack. Dich bringen wir schnell wieder auf Vordermann. Es fühlt sich echt gut an, wieder einen eigenen Körper zu haben. Arme, Beine, alles. Dann will jetzt auch vollen Körper.
dann will... gut, da fährt wieder ein Ich, glaube ich. Dann will ich jetzt auch für einen Körpereinsatz sehen. Da warten ein paar Monster darauf, von uns zerlegt zu werden. Aber es sollte dir ja keine Probleme bereiten. Kamera besser nach links. Ach so, ja gut. Oder halt nach oben. Aber können wir gleich machen. Oh. Mit Zerlegen kenne ich mich bestens aus. Zahlen, Möbel, Hühnerschenkel. Aber warum sollten die mich überhaupt angreifen? Wissen die nicht, was ich auf ihrer Seite bin? Wissen? Das ist ein Fremdwort für die Jack. Diese Monster sind nichts als schwerfällige Spatzenhörner. Sie wissen nicht mal, wer sie selbst sind. Ganz zu schweigen von dir. Kürbis oder nicht, du bist immer noch ein Mensch. Das allein macht dich zu ihrem Feind. Deswegen braucht mich der Teufel also. Ihm fehlt die menschliche Intuition. Dieser neue Gegner ist schlau, Jack. Der Teufel braucht jemanden, der mindestens genauso schlau ist. Ich verstehe. Und ihm ist es egal, wenn ich seinen Mastern die Rübe poliere. Das sind doch nur hohle Birnen. Mach was du willst, Hauptsache du erledigst deinen Job. So, Kamera, sagst du. Erfolgreich schreiben, wie neu geboren. So, schauen wir mal kurz. Kamera. Wollen wir es denn? Kamera ist da. Kamera könnte auch da oben hin. Theoretisch. Macht das Sinn? Eigentlich nicht. Hier könnte ich sein. Das könnte passen. Gut, schauen wir mal und warten aufs nächste Gespräch. Mal gucken. Danke, Sunny. Über den grünen Balken könnte ich es eigentlich auch machen. Das würde auch gehen, ja. Muss ich bloß spiegeln in die Kamera? Ich weiß bloß nicht, wie das war. Warte mal. Nein, will ich nicht. Ich will mich nicht kleiner machen. So, wie war denn das? Vertikal spiegeln? Nee, das war's nicht. Huch. Genau, ich lass mich von der Decke herabhängen. Ich weiß gar nicht, wie habe ich denn das mal gemacht gehabt? Warte mal, geht das nicht? Nee, geht das nicht. So würde es. So würde es gehen, ja. Aber. Warte mal. Wie spiegel ich denn jetzt? Das wäre eigentlich die Idee. So, ja. Hui, ich hänge von der Decke. Oh, nee, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Ja. Ich habe null Plan, wie das war im Spiel. Keine Ahnung. Nein, warte mal. So, kopieren, Auswahl, transformieren. Oh, warte mal, ich glaube, ich hab's. Yeah! So klappt's doch. Einwandfrei. So, geht gleich weiter, Moment. Jo, sieht gut aus.
Das passt doch. Mach mal so. Ja, das ist halt, wenn man immer bloß eine Einstellung hat, die man die ganze Zeit verwendet, ist halt schwierig. Angriffen ausweichen. Brauchst du noch nicht mehr. Na gut, hier bräuchtest du es vielleicht. Oh! Schnell weg. So, jetzt passt ja alles. Ah, sie sind zurück. Sie ist zurück. Lasst uns abflattern. Flattert um euer Leben. Ja, klasse. Noch mehr Vögel. Eigentlich habt ihr ja schon mit der Eule ein Hühnchen zu rupfen, aber wenn ihr mich nicht durchlässt, kommt ihr auch auf meine Liste. Bleibt uns ja fern, Vogelscheuche. Ich hab Krallen und ich werde sie einsetzen. Vogelscheuche, meinst du mich damit? Ich heiße Jack. Du darfst mich aber auch einfach obergenialer Superschurke nennen. Er hat ein hohes Selbstbewusstsein. Warte, er hat ja Beine. Eine Vogelscheuche hat doch keine Beine. Und er scheint auch mehr als Stroh im Kopf zu haben. Seht ihr? Ich bin keine Vogelscheuche. Und jetzt lasst mich durch, ihr Kratzbürstenkrähen. Rechts. Nicht so schnell. Ihr Vögel sind jetzt in der Überzahl. Wir lassen den Herrn Jack durch. Unter einer Bedingung. Wir brauchen deine Hilfe. Ich soll mich einer Krähe unterwerfen? Soweit sind wir schon. Was wollt ihr? Bei der Scheune da drüben taucht manchmal eine Vogelscheuche auf. Sie terrorisiert uns schon seit Wochen und macht ihrem Namen alle Ehre. Und jetzt soll ich sie für euch verscheuchen? Genau, genau. Ich werde dir auch helfen. Meine Flügel schlagen schnell und mein Schnabel ist spitz. Gegen ein wenig Luftunterstützung habe ich nichts einzuwenden. Wir haben einen Deal, Vogel. Rechts, hurra! Nieder mit dem Strohschädel. Los geht's! Ich habe einen Vogel auf meinem Kopf. Na gut, auf dem Kopf? Ja gut, ich habe auch ihn im Kopf. So ist nicht. Spiel wurde automatisch. Ich bin bereit, Jack. Auf geht's. Immer mit dem Schnabel nach. Oh, nice. Speicherpunkt. Ach stimmt, der Brunnen war Speicherpunkt und an sich tut er nochmal das Leben auffüllen. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay. Oh was? Die verfolgen ihn? Das ist natürlich nicht so geil. Noch ein Fragment. Sehr schön. So, und ansonsten ist es später gut. Ganz schön rostig, aber besser so eine Waffe als gar keine. Erfolg freigeschaltet. Klappspaten. Ah, guck mal. Aha. Oh, ein Fragment. Zwei so nah, das ist ungewöhnlich. Nice. Hat auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ersten Teil von Jack und Dexter, wenn man so die Steuerung halbwegs sich zu Gemüte tut. Dann komm. So muss ich da hoch. Oh, da ist noch wieder. Das ist schon der dritte Sonar. Ja, hier musst du dich echt umgucken, damit du wirklich das ganze Zeug einsammeln kannst. Okay. Gut. Da ist noch einer.
Aha. Okay, also. Schädelknacker halten. So, wer bist du denn? Wahrscheinlich die Vogelscheuche. Die greifen trotzdem an. Auch wenn ich sie angreife, also die werden nicht zurückgedrückt. Gut, das heißt, vielleicht noch zwei Hiemen mal eine Ausweichrolle starten. Und wer bist du? Du scheinst ein Händler zu sein. Warte, warte, bitte tu mir nicht weh. Hä? Du kannst sprechen? Ja, und ich komme in Frieden, edler Herr. Bist du dir da sicher? Du siehst aus wie ein Monster. Du bist so leer, so leblos, ohne Seele. Ja genau, so steht es in meiner Jobbeschreibung. Ich bin nämlich Verkäufer. Ja, das erklärt einiges. Gut, dass ich dich gerade am Wickel habe. Ich hätte eh noch eine alte Rechnung zu begleichen. Nein, nein, hör auf. Ich habe hier ein oder zwei Angebote, die du nicht ablehnen kannst. Was, hat sich dein Geschäft etwa noch nicht totgelaufen? Ich verkaufe diesen feinen Häute. Ich hätte ein paar Tote hier und da, damit andere in ihrer Haut schlüpfen können. Manchmal habe ich aber auch die Lederjacken in meiner Haut. Na gut, die zählen wohl als Waren des täglichen Bedarfs. Dann kann ich dich wohl doch nicht umbringen, aber ich möchte einen Rabatt. Das versteht sich von selbst. Bitte schau dich ruhig um. Ah, nice. Du kannst das hier auch kaufen. Das ist ja cool. Das fetzt. Jetzt bin ich Holzfäller, Jack. Cool wäre es gewesen, wenn es das Kostüm gegeben hätte. Na gut, dafür hat er einen falschen Kopf. Monster sind ein verschweizer Brüche, ein paar Gegenstände, Gesundheit. Ah. Das ist natürlich vorteilhaft. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn es den Skin von Jack gegeben hätte. Aus Nightmare Before Christmas. Also ich krieg weiterhin immer bloß Leben, wenn ich das zerstöre. Gut. Gut, da habe ich mich jetzt ein bisschen hinreißen lassen von dem Schlag. Aber passt schon. Hat es gerade 5 Totenköpfe gegeben? Egal, wir sind am Speicherpunkt. Das passt schon mal. Das ist schon mal super. Tatsächlich, es hat echt Leben aufgefüllt. Hier würde es wieder, oh Gott, runter ins Wasser gehen. Da werde ich ja wahrscheinlich hier oben irgendwo runterfallen. Haben sie aber doof gemacht hier mit die. Oh Gott. Mit die Kisten haben sie extra was im Weg gestellt. Wäre auch zu einfach. Oh gut. Da habe ich jetzt nie aufgepasst. Oh, das war schon. War schon reichlich knapp gerade. So, warte mal. Ich kann doch. Ah. Verzeihung, ich kann euch nicht um. Oh.
Umsonst hoch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es... Da hinten leuchtet es auch noch. Das muss man einsammeln. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es Fallschaden oder so gibt. Und unbedingt ausprobieren. Möchte ich das nicht. Ja, ich denke mal, der da oben kommt hier gleich runtergesegelt. Oder auch nicht. Gut. Dann halt nicht. Reicht das zu, wenn ich in die Richtung gucke, oder muss ich die direkt... Ja. Ach da. Da muss ich die halt direkt anwenden. Oh wow, vom eigenen Projektil getroffen. Das ist natürlich... Unlucky. Also, nicht ich wurde getroffen, aber der Gegner. Gut. Achso, muss ja mit der Eule reden. Vielleicht brauchen wir deinen neuen Körper hier gar nicht. Schlüpf schnell raus und wirf einen Blick hinein. Rausschlüpfen? Aus meinem Körper oder was? Was denn sonst? Dein neuer Körper ist nur eine Hülle. Manchmal reicht auch schon ein kluges Köpfchen. Warte, willst du damit sagen, dass er seinen Kopf einfach abtrennen kann? Das ist ja widerlich. Den Schnabelvogel. Komm schon, Jack. Lass die Hüllen fallen und ab mit dem Kopf. Geräusch dazu. Ja gut, jetzt bist du aber auch bloß ein... ein wandelnder Kürbis. Das hört sich auch ein bisschen, nur ein bisschen eklig an. Hallo? Was hat denn das für einen Sinn? Ich komme da nicht hoch. Okay, das hat den Sinn, alles klar. Gut. Das sollte eigentlich so reichen. Ja. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt kleiner Kopf so eine fette Kiste bewegen kann. Hi Baba, ich grüße dich. Sesam, öffne dich. Wow, ernsthaft? Der Erfolg? Crash Bootikut? Oh, Speerbuch. So, warte mal. Hier geht's nach oben. Warum? Weil da hinten was ist. Sehr schön.
hier unter der Treppe. Hätte ich jetzt vielleicht auch noch was vermutet, aber ich habe gerade gehört, hinter dem Holz ist auch noch was versteckt. Oder da unten. Oh mein Gott, hatte gerade drei Köter tatsächlich. Ich habe erstmal ein Rohr kaputt gemacht. What? Schön, dich mal entspannt zocken zu sehen und nicht immer mit dem Timer am Nacken. Ja, aber finde ich allerdings auch. Vor allem, was für ein Timer? Ich habe doch eigentlich sonst nie irgendwo einen Timer dabei, oder? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Oh, hier ist noch was. Ich mache mal hier nicht alles kaputt, einfach aus dem Grund. Vielleicht brauche ich das gleich noch irgendwie. Weiß man nicht, wofür ich hier hoch. Ach doch, muss ja irgendwie aus der Schöne raus. Ich schon gewundert, ey. Ja, die Speedwalk meine ich damit. Wo es heißt, husch, husch, schnell, schnell. Naja, es ist ja kein Speedwalk direkt. Das ist ja einfach nur, dass ich halt gegen Kevin spiele, wer halt schneller durch ist. Und das letzte Mal hat man ja, wie gesagt, Alien Isolation gespielt. Und da sind wir, sag ich mal, 40% vielleicht vom Spiel momentan durch. Wenn nicht sogar bis 30%. Was war das? Achso. Aua. Und ja, da sieht es bei mir momentan ganz gut aus, dass ich da bei Weitem vorne liege. Komischerweise bei Kevin allerdings scheint es ja so zu sein, dass er nicht so viel Glück hat wie ich die letzten Male mit Resident Evil, denn okay, das funktioniert nicht. Denn ich hatte da nicht so eine großen Probleme, wie er es halt jetzt bei Alien Isolation hatte. Und doch. Was ist das? Oh, fuck. Das wollte ich natürlich jetzt nicht im Rand setzen. Da muss ich mich jetzt beeilen, dass ich hier rüberkomme. Wenigstens das Ding einsammeln kann. Ich habe mich jetzt natürlich auch nicht weiter umgeguckt, ob hier unten was ist. Aber ich habe nur später gehört, dass da irgendwie ein Schädel ist. Also so die ersten Schritte an sich, die finde ich ganz geil hier, muss ich sagen. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Wow, ich komme da echt nicht hoch. Bei den Duellen wirkst du halt sehr angespannt. Hier bei gerade aber nicht. Ja gut, das stimmt allerdings. Aber ich sag mal, wenn das nächste Mal der zweite oder dritte Teil Alien weitergeht, da bin ich, denke ich mal, nicht so angespannt. Außer vom Alien natürlich. Weil ich habe so viel Vorsprung, glaube 2-3 Ladebalken. Da habe ich es ein bisschen leichter. Ah, shit! Oh mein Gott! Das ist natürlich uncool.
Riecht irgendwie verbrannt, oder? Lass uns besser schnell einen Abflug machen, Jack. Schneller, Jack. Die Scheine stuttler hin. Achso, ich musste laufen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, dreimal bin ich schon abgekratzt. Zweimal durch Dummheit. Oh mein Gott, das ist belastend, dass das Bild so schief ist. Was ist denn das für eine Scheune? Das ist ja... Alter, bin ich da jetzt runtergeflogen. So, Baba, und schon bin ich wieder im Stress drin. Ich muss durch diese Scheune durch. Diese riesengroße, endlose Scheune, die einfach mal brennt. Ich weiß aber... Oh, Abkürzung genommen. Ich weiß aber gerade hier... Ich weiß nicht, ob ich den Kopf schief machen soll oder gerade halten soll. Ich glaube, wir sind draußen. Das ist mehr ein Hangar als eine Scheune, das stimmt allerdings. Wir sind draußen. Wow, du hast ja ganz schön aufgeräumt, Jack. Aber diese schreckliche Vogelscheuche ist... Keine Ahnung. Speichern. Nice. Gespeichert. So. Die Scheune muss irgendwie unter der Erde noch verlaufen sein, so wie das aussieht da. Oh, da haben wir was. Da muss ich rein. Jawohl. Diese Dinge einzusammeln erinnert mich irgendwie an diese Precursor-Orbs aus Jack und Dexter. Oh, da ist die Vogelscheuche. Da wird es ja gleich einen Kampf geben. Wer ist da? Zeig dich. Das ist sie. Was für ein fieses Scheiße. Kein Grund zur Aufregung. Das ist doch nur eine stinknormale Vogelscheuche. Hat sie mich gesehen? Bitte sag, dass sie mich nicht gesehen hat. Ah, sieh an, sieh an. Wenn das nicht unser kleiner Piepmatz ist. Ah, sie hat mich gesehen. Weg, fort, schnell. Jetzt krieg hier doch nicht gleich den Flattermann. Und was dich betrifft, wird Zeit, dass du dich vom Acker machst. Hahaha. Ich habe schon gehört, dass du dich hier herumtreibst, Jack. Wir minder bemittelten Monster sind wohl nicht mehr gut genug für den alten Meister, was? Ich habe meine eigenen Gründe, Vogelscheuche. Und wenn du dich nicht selbst aus dem Weg räumst, mache ich auch gerne ein Lagerfeuer aus dir. Der Teufel besitzt wirklich die Frechheit, einer abtrünnigen Seele wie dir unseren Job zu überlassen? Nun, dann wollen wir ihm mal zeigen, dass seine ach so tollen Menschen alles können, lebendig oder tot. Dich schicke ich wieder unter die Erde, dann kannst du die Kürbisse von unten ansehen. Ich bin jetzt bloß spontan mal gelaufen, weil ich nicht weiß, was hier Fakt ist. Oh Gott! Brauche ich nicht. Ich brauche immer bloß links, rechts, links. Ja, da ist er wieder. Wenn sich das Muster natürlich halbwegs
beibehält, ist das okay. Oh, da ist er tot. Errungenschaft freigeschaltet. Der Fluch der Vogelscheuche. Vogelscheuche. Ein Speer. Nice. Stingy Jack, the genius trickster who could fool even the devil himself, has returned to the mortal realm. Armed with a brand new body and his soul cruelly bound to a festering pumpkin, Jack has been joined by his stoic guide, the owl, and commandeered the services of a cowardly crow to fight on his behalf. But there must be no more time for fun and games. Jack and his companions of the night must embark upon their quest to slay the wizard. With Jack now perfectly attuned to his new vessel, the owl leads him to the mountains in the distance. For at the heart of the mountains, through a network of ancient mines, lies a powerful secret. Mit den Minen, das sah jetzt so auf der Karte ein bisschen ähnlich aus wie bei Until Dawn. So die Umgebung. Geh mal, ah, schade, ich wollte gerade sagen, ich gehe mal zurück. Vielleicht ist da was. Oh mein Gott. Okay. What? Ich habe ein Inventar. Ah! Was? Okay. Gut zu wissen. Halt. Uhu, da sind wir. Und nicht eine Sekunde zu spät. Wo sind wir hier? Diese alten Minen strotzen nur so vor Energie. Der Teufel glaubt, dass die verborgen in den Tunneln der Schlüssel zu den Plänen unserer Gegner liegen. Wir sind also hier, um sie uns unter den Nagel zu reißen und denen zuvorzukommen, die sie ebenfalls suchen. Ah, an diesem Ort kriege ich Gänsehaut. Warum genau bin ich noch hier? Weil du mir noch von Nutzen bist und ich dich beim kleinsten Abflatterversuch zu Hühnerschenkel verarbeite. Okay, das hat sich jetzt vollkommen falsch angehört bei mir. War ein Versprecher drin. Huhu, die Bergbauausrüstung ist komplett verrostet. Doch die Tunnel sind noch in Ordnung. Komm schon, Jack. Ja. So, also ich kann dahin, ich muss aber nicht, weil vielleicht noch wo was sein kann. Aber sieht eher nicht so aus. What? Das Teil hat sich regeneriert? Wie denn das? Vor allem hier oben speichert es und da unten ist auch nochmal ein Speicherpunkt. Das ist ein bisschen komisch. Ah, wow. Okay, es gibt in jedem Abschnitt 20. Alles klar. 20 von diesen Krähenköpfen. Alter, ich bin durch den Typen durch. Gut, ich lasse mich natürlich jetzt ein bisschen ganz dumm treffen hier. Macht natürlich nicht so viel Sinn. Da oben ist eine Kiste. Kann ich leider nicht viel mit anfangen. Oh, shit. Und der auf mich gespuckt, das sah ja halbwegs widerlich aus. So, hier. Darf ich nicht runter. Okay, ich habe irgendwas zerstört. Das macht wahrscheinlich nicht so wirklich viel Sinn.
Dieser Ort hat schon deutlich bessere Tage erlebt. Das stimmt allerdings. Warum zum Geier können die Toten nicht einfach das tun, was sie tun sollen? Tot sein. Oh. Das war ein ganz großer, das waren aus drei Toten zusammengesetzt gewesen. Don't do it. Oh, hier ist noch ein Schädel. Ah, den kann ich noch nicht, weil ich im Kampf bin. Ach, doch jetzt. Pff, jetzt habe ich schon fast gedacht, ich flieg hier runter. Da oben ist auch noch ein Schädel. Ach, das ist wieder so wie mit den Ratten gerade eben. Okay. Ist natürlich auch eigentlich recht easy, dass du musst nicht mal wirklich dodgen. Du kannst ja einfach bloß drauf kloppen, weil ja, hier stehen ja genug Kisten. Oh, Dynamit. Genug Kisten, wo du dich halten kannst. Ich hoffe, du hast dich gut aufgewärmt und bist bereit für ein wenig Ausdauertraining, Jack. Du wirst diese Felsen wegpusten müssen. Oh, ich muss bloß noch mal kurz auf mein Handy hier gucken. Alles klar. Kevin kommt heute ohne an. Und zwar hiermit. Was damit? Oh, jetzt kann ich wieder meinen Kopf benutzen, ja? Dann legen wir mal los. Da dieses Geräusch. So. Aha. Shit. Man möchte ja sagen, zum Glück ist die Bombe nicht so aktiv. Oh. Das war natürlich jetzt doof gelaufen. Das war sehr gut. Nicht, kann ich noch mal? Ja, gerade so. Na geil, puh. Zum Glück bleibt die Plombe. Zum Glück bleibt die Bombe da, wo sie ist. Ups, weg war sie. Genau. Das wäre ein Ding, wenn das Teil einen Timer hätte. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der in der Luft anfängt hier. Können die nicht mal liegen bleiben? Jetzt hat's wieder fast gepasst. Aber nur fast. So. Jetzt aber. Man sagt ja, alle guten Dinge sind drei, auch wenn das dritte Mal schon das von letzten Mal war und das zweite Mal
das gewesen ist, wo ich ersoffen bin. Alter, wie läufst du denn, Jack? So, jetzt. Jawohl, jetzt passt es. Explosionen. Läuft. Allerdings. Alter, hier sind Anspielungen auf Spieler. Ja klar, sind es Anspielungen auf Spieler. In den Erfolgen drin. Jetzt habe ich gerade Bomberman bekommen als Erfolg. Und vorhin war es ja Crash Bandicoot, bloß anders benannt. Oh nee, das ist die Fledermaus. Don't do it. Don't do it. Oh. So, warte mal, ich muss mal. Wie? Ich komme hier nicht hoch. Kann nicht sein. Oh. Ich habe so das Gefühl, dass diese. Ich habe so das Gefühl, dass die Krähe mehr Damage macht als ich selber. Jetzt gar nicht so wirklich für wahrgenommen. Nein, 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 Jack. Ich weiß, was du gerade gedenkst. Ich könnte diese Lore benutzen, um schneller hier rauszukommen. Oder wenn dieser Emo-Kanarienvogel sich nicht gleich einen Wurm in den Schnabel stopf, ich mit seinem Feder mein Kissen aus. Eine Fahrt in diesen alten Wagen würde uns alle umbringen. Seit wann triffst du hier die Entscheidung? Es braucht schon mehr als diese rostige alte Sardinenbüchse, um mich zu erledigen. Dieses Verhalten wird in dein Zeugnis vermerkt. Jack, du bist irre. Aber schreit als letztes, los geht's. Sehr schön. Finde ich klasse. Und das mit dieser Lore erinnert noch wieder ein wenig an Donkey Kong. Oh nee, hä? Gut, fest. Alter, ich muss selbst steuern? What? Ja, das ist echt wie bei Donkey Kong. Aber mehr aus dem zweiten Teil als aus dem ersten. Oh, das macht Laune. Es war nicht viel dabei, sag ich mal, aber... Das ist lustig. Der Vogel macht, was er soll. Die Barrikaden kaputt machen. Oh, da bin ich jetzt schon fast zu früh gesprungen. So, jetzt geht's nach oben. Barrieren werden auch immer mehr. Definitiv immer mehr. Oh, ich bin angekommen. Nice. Der Humor vom Spiel ist genau mein Ding. Allerdings. Nächsten Erfolg freigeschaltet. Fahrprüfung. So, wir nehmen mal einen Schluck. Und da sehe ich schon wieder einen Totenkopf. Einen Rahmenkopf. Was auch immer. Kann ich eigentlich... Warte mal. Ich kann da echt nicht hoch. What? Ich komme da echt nicht hoch. Oh, da ist eine Fledermaus. Oh, wo kommst denn du her? Ich
Oh, da haben wir neuen. Okay, den habe ich jetzt nicht für voll genommen, aber den anderen eher schon. So. Da muss auch mal wieder einer. Gut, muss ich mir merken, dass hier noch zusätzlich zwei sind. Haha! Wozu die Platten benutzen, wenn man hier hin kann? Alter, was bist du denn? Ah! Okay, das war knifflig. Hab ich dich? Hab ich dich? Ja. Nice. Gut, der gehört mir. Dann muss ich jetzt noch irgendwie hier hochkommen. Oh, das. Das. Nice. Da haben wir ihn schon. Das ist der. So. Und da sind noch zwei. Immer ruhig mit dem jungen Fernjack. Oh, hier gibt's. Alles klar. Das ist so gemacht vom Spiel. Du musst einfach drüber balancieren irgendwie. So, den haben wir. Müssen wir bloß noch eins höher. Zum Glück sind diese Seile halbwegs, naja, durchlässig, dass man da durchspringen kann. Nicht wie bei manch anderen Spielen, dass du da ja von behindert wirst. Sieht so aus, als könne man die. Au! Au! Sieht so aus, kann man die Loren zerschlagen. Ja, kann man auch. Weil, kann ich dir sagen, Baba. Scheiße, jetzt brennt das hier. Da kriegst du Lehm raus. Also es gibt Kisten, so wie die hier drüben zum Beispiel. Oder Fässer. Oder halt Tische. Oh, es brennt. Du kriegst halt Lehm zurück. Also du kannst dich hier eigentlich mit fast allem heilen. Ah! Mal hier so eine Lore, wo so ein, ja, so ein Lichtlein ist, sollte man am besten in Ruhe lassen. Weil die Dinger dann doch in Brand gesetzt werden können. Speicherpunkt. Okay. Aua! Bin ich auch noch reingerannt. Oh nee, nicht du schon wieder. So, jetzt geht's immer da lang, immer hier lang. Wohin kann ich am besten laufen? Was ist denn das? Sieht aus wie ein Pilz. Nee, das ist ein Schallplattenspieler. Erfolg freischaltet. Oogie Boogie, tanzt den Boogie Woogie. Das ist ja geil. Haben wir jetzt ein Emote freigeschalten? Nee, Grammophon. Nice.
Sowas macht Laune. Oha. Ja. Komme ich wahrscheinlich nicht hoch, wa? What the fuck? Allerdings. Oh shit, das gefällt mir hier schon mal so gar nicht. Oh. Du. Keinen Schritt weiter. Du bist hier nicht willkommen. Wer wagt es, mich abzuweisen? Ich bin Jack, Söldner des Teufels, höchstpersönlich. Ich bin der Wächter dieses Ortes und der Energie, die in ihm wohnt. An deiner Stelle würde ich die Warnung ernst nehmen, Jack. Solltest du nicht aus eigenen Stücken gehen, dann wirst du diesen Ort nicht in einem Stück verlassen. Das glaube ich dir aufs Wort. Ein bisschen Lebenspunkte noch einsammeln. Wer zu meinem Gabardot? Ganz so Frank von meiner Stimme. Wollen den Toten. Tja, jetzt muss ich. Ach du Scheiße, das ist Dynamit. Au, das habe ich zu spät erkannt. Das ist natürlich fein, dass es hier. Oh. Ist natürlich fein, dass es hier so eine Brücken gibt, wo man kurz Pause machen kann. Alter, das war schon. Das war knapp. Gut, also mitlaufen, kein Problem. Entgegengesetzt, werden wir sehen. Könnte schwierig werden. Habe ich irgendwas verpasst? Hm. Oh, ich glaube, so eine Lore Dynamit jagt nicht nur uns in der Luft. Nice. Geschafft. Spiel wird gespeichert. Aber das ist cool, dass du so zwischendurch mal nach unten gucken kannst. Aber Moment. Unten. Nee, es sah so aus, als wäre da eine Plattform. Boah. Erwähnte ich den Satz Finger weg von den Loren? Weil Finger weg. Nice. So, und wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Gar nicht. Boah, ja, probieren wir es mal. Okay, funktioniert. Hui. Oh, halt. Hier habe ich gerade so den gesehen, von der Seite den Kopf. Oh, shit, macht das Damage. Hier muss ich hoch. Nice. Los. Nice, die Lore da unten sagt mir, los geht's zu einem weiteren Trip. Na sieh an, da geht's ohne Umwege direkt in die Hölle. Von da sind wir gekommen. Los geht's. Ich glaube, dass es jetzt ein bisschen schwieriger wird. Ich weiß nicht warum, aber es könnte so sein. Naja, es geht. Noch. Es ist natürlich sehr schön, dass die Schienen markiert sind, wo sie kaputt gemacht wurden.
ist nämlich echt eine super Hilfestellung. Das Einzige, was man halt hier machen muss, ist das Gleichgewicht halten. Mehr muss man nicht machen. Man muss nicht mal in die Richtung... Gute Güte. In die Richtung drücken, wo man hinspringen müsste. Da habe ich mich jetzt schon fast gegen die Wand fahren sehen. Nur fast. Ha, wir haben es geschafft. Da ist der Händler. Das ist natürlich sehr schön. Gehen wir erstmal da. Oh, du schon wieder. Sehnt es dich nach ein paar meiner sagenhaften Häute? Hör auf, die so zu nennen. Wieso denn? Das sind Häute von Menschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß, das ist gruselig. Naja, wenn es gruselig ist, Leichen auszubuddeln, ihre Haut in einem aufwendigen Verfahren abzulösen und diese dann als Kostüme zu verkaufen, dann bin ich wohl gruselig. Ja, genau, das habe ich damit gemeint. Kaufst du jetzt endlich was oder willst du hier Wurzeln schlagen? Wir könnten die nächsten kaufen. Nice. Kaufen wir mal den Cowboy. Ausrüsten. Ja, das hat auch Style. Speicherpunkt. Müsste jetzt eigentlich der Bosskampf bald wieder beginnen hier, nehme ich mal an. Oh shit. Don't do it. Aua. Aber hier bin ich doch ausgewichen. Unverschämt. So, Moment, ich muss hier nochmal. Kurz. Schon. Nee, passt alles. Ich bin gerade durch die Säure. Durch. Ich wollte gerade sagen, da ist eine Laterne dran. Ich glaube, die kannst du nicht zerstören, aber gut. Da war es schon zu spät. Oh. Man muss ja überall mal nach oben gucken hier. Nach unten wohl kaum, aber trotzdem nach oben. Ich bin erschrocken. Diese zweite Warnung solltest du lieber ernst nehmen, Jack. Eine dritte wird es nämlich nicht geben. Kehr um, solange du noch kannst. Du jagst mir keine Angst ein, du Quergeist. Wie du meinst, Jack. Ich hoffe, dass du recht behältst. Da ist noch wieder ein Kopf. Ja. Nope. 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 Häng ich hier fest oder was war das jetzt hier? So was Doofes. So, warte mal. Ach, da oben muss ich noch hin. Wundert mich eigentlich, vorhin waren es in mal 5 gewesen, die ich bekommen habe, jetzt irgendwie. Shit.
ist das eher nicht so der Fall. Mal so nebenbei merkt, dieser Geisterhang macht mir echt Angst. Kann dir doch egal sein. Der Vorteil natürlich an diesen Totenköpfen, wenn man sie nicht sieht, kann man sie wenigstens teilweise hören. Sehr schön. Ja, wenn ich das sehe, werde ich wieder meinen Kopf gebrauchen müssen. Ein wenig Hunger. Egal, wir wollen es einfach mal weiter. Aha. So, das heißt, hier müsste es aber eigentlich noch einen Schalter geben, oder? Ach, da oben. Ah ja. Hätte ich das aber eigentlich auf dem Ding lassen können. Na ja, gut. Machen wir nochmal zurück. Zurück geht also nicht so, oder? Doch. Nice. Muss man jetzt bloß immer rumlaufen. Tada! Oh, schon. Diese, was sind das? Diese, ja. Diese Totenkopfhaufen, die halten auch momentan viel aus, muss man sagen. Das ist das Coole an den Viechern, man kann hier geht's noch wieder weiter, okay. Man kann die unterbrechen, wenn man ihnen Schaden zufügt. Oh. Da geht's weiter mit der nächsten Frau. Damit der Nachzug alle einsteigen. Los geht's. Oh oh.
Also mit der Musik hätte ich jetzt nicht gerechnet. Uiuiui, das war schon leicht grenzwertig, dass so zwei nebeneinander hier sind. Oder hintereinander, besser gesagt. Die Strecke hat ein bisschen mehr in sich als die letzte. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Dieses Tor erinnert mich ein wenig aus Devil May Cry 4, diese Dämonentore. Ich höre schon die ersten dummen Menschen schreien, Nazi-Spiel, und das nur wegen diesem einen. Verstehe ich aber nicht warum, weil ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht so in dieser Verbindung damit. Sicher, der hat das vielleicht so, sag ich mal, gern gehört, wenn irgendwas war, aber meiner Meinung nach Schwachsinn. Stehen geblieben, hier ist Schluss für dich. Aber hier gibt es kein Zurück mehr. Zweimal habe ich dich schon gewarnt, Jack. Tja, und trotzdem bin ich immer noch hier. Du musst mich wohl schon rausschmeißen, wenn du mich loswerden willst. Das ist cool, wir haben die Kiste zerstört und jetzt stehen wir so und quatschen mit ihm. Komm und hol mich doch, Jack. Aber du bist doch da oben stehen. Deswegen, ja, dumme Menschen. Ja, sag ich doch. So, das erste, was man gelernt hat, laufen. Oder springen. Oh, nice. Jetzt ist die Frage, wie kann ich den angreifen? Hup! Aua, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Die Bomben, ja klar. Oh, shit. Nice. Also, man hat immer drei Bomben. Boah, das ist doof. Reichlich knapp. Oh shit. Also der hat schon ein bisschen mehr in sich als der erste Boss. Nice. Aber das macht Spaß. Oh shit. Ja, genau. Macht's mir noch schwieriger. Oh. Gut, der Beste ist natürlich, wenn man sich hier aufhält. Vor allem grafisch macht das Spiel auch echt eine Menge her, muss man sagen. Das hat's sich. Boah, da bin ich schon fast in Dings geflogen, weil die Kamera sich gedreht hatte. Nein, Jack, was hast du getan? Erfolg freigeschaltet, Ghostbuster. Oh.
Uhu, das war eine beachtliche zur Schaustellung. Deiner Kräfte, Jack. Dein neuer Körper hat sich echt bezahlt gemacht. Brutalus, wie den hier, habe ich schon im Sandkasten erlebt. Wirklich? Was in drei Teufelsnamen mischen die euch denn ins Fläschchen? Ja, gut gemacht. Lasst uns jetzt lieber abflattern. Wir sind schließlich nicht umsonst hier. Wenn ich mich recht entsinne, beheimatete dieser Berg einst einen Stamm mächtiger Zauberer. Diese Tafel müssen sie als eine Art letzten Willen hier zurücklassen. Und das war's? All die Strapazen für einen klobigen Stein mit ein paar Wörtern drauf? Ist das eine Steintafel oder ein Obelisk? Dunkelste Stunden der Menschheit. Ritter wird heraufbeschworen. Was brauchst du denn so lange? Hast du deine Brille im Nest vergessen oder was? Aha, ja, jetzt verstehe ich. Das Amulett der verglühenden Asche. Das bloße Aussprechen verleiht mir bereits ein Gefühl von Macht. Die letzte Zeile lässt sich nicht entziffern, aber der Retter der Menschheit braucht dieses Amulett. Nur mit der Macht dieser zwei kann der Fluch des Teufels gebrochen werden. Steine und Schmuck, allmählich entpuppt sich das hier als ziemlich öde aus. Vielleicht ist mir hier gerade was entgangen, aber was soll dieses Amulett denn? Wo soll dieses Amulett denn zu finden sein? Es ist doch gleich hier und Was ist los, Vogel? Wo ist das verdammte Teil? Was bist du denn? Es ist nicht mal hier. Und das aus gutem Grund. Was bei allem Krächzen ist das denn? Erst sprechende Vögel und jetzt auch noch sprechende Schwerter. Ich bin wohl durch den Kaninchenbau gefallen. Und da war wieder was. Und zwar alles. Ich muss schon sagen, das ist wirklich sehr verquer. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, dieser Ort hat eine ziemlich bescheidene Auswahl, was magischen Kram angeht. Kein Wunder, dass die Leute sich über den Haufen gerannt haben, um das Amulett zu stibitzen. Jetzt zu dir, du hast eine Menge zu verantworten, du Scharlatan. Wer, ich? Nie im Leben. Wie kannst du es nur wagen, du überdimensionales Buttermesser? Wenn du dieses Kampfchaos da eben beachtlich fandest, muss ich deine Tauglichkeit mächtig hinterfragen. Du, Kürbiskopf, wer bist du? Ich bin Jack. Und ich mag dich jetzt schon. Tja, gewöhn dich besser schon mal an mich. Wenn du in den Kampf ziehst, dann sollst du es auch richtig lernen. Ich werde dein Lehrer sein. Warte mal. Habt ihr beide die Stelle verpasst, als das Teil hier meinte, wir kämpfen? Wir kämen bereits spät? Jemand hat das Amulett gestohlen? Nein, ernsthaft. Mann, bist du eine schlaue Eule. Wer würde so etwas tun? Immer sagte, kein Grund mir hier das Leder vom Griff zu krächzen. Euer Freund hat sich das Amulett geschnappt. Ich nehme an, ihr habt dieses fürchterliche Phantom abgelenkt, damit der vor euch hier sein konnte. Unser Freund? Aha, der Zauberer. Seid grüßt. Na Deckhalter, ich gehe mal davon aus, dass ihr einander noch nicht vorstellt. Ich stelle mir so einiges vor. Du bist also der Scherge, der Retter, den der Teufel höchst selbst geschickt hat, mich zu holen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Zeig dich, du Feigling. Das wird nicht möglich sein, denn ich bin schon lange fort. Aber deinen Kampf gegen meinen Partner in den Minen wollte ich nicht verpassen. Äußerst aufschlussreich. Du fährst hier ziemlich große Geschütze auf. Ich kann dir lieben gerne eine Zugabe geben. Mit meiner Hand in dein Gesicht. Und dann reiße ich dir das Amulett aus deinen kalten, toten
Henry. Das werden wir noch sehen. Jetzt muss ich erst einmal dieses Schmuckstück hier untersuchen. Wie komme ich an seine Macht? Dabei könnte ich Hilfe gebrauchen. Wir können es gemeinsam untersuchen und diesen lächerlichen, mickrigen Fluch brechen. Dieser Typ jagt mich langsam. Er hat einfach zugelassen, dass ein unschuldiger Geist vernichtet wurde. Nur um dich kämpfen zu sehen. Ich mag vielleicht böse sein und vielleicht auch für den Teufel arbeiten. Aber du, mein Herr, bist ein Vollpfosten. Wie dem auch sei, mein Angebot steht. Da gibt es noch so viel mehr, das ich über dich in Erfahrung bringen möchte. Jack. Das reicht, jetzt wird's persönlich. Nice, neues Schwert. Kann ich jetzt schweben? What? Wieso? The great Jack, master of trickery, finally has had the tables turned on him. Upon reaching the tablet of the heart of the mountain, Jack bitterly discovers that he is too late. The clever, cold-hearted wizard, humanity's champion, now possesses a powerful amulet and is one step closer to usurping the devil's rule over the world and breaking the curse. But there is still hope for our harrowing heroes. Jack's epic duel with the wizard's indentured spirit catches the attention of a magical sword, who vows to teach him greater mastery of the deadly arts. Determined to close the gap between himself and the enemy, Jack and his companions rush from the mountain and follow the wizard's trail of magic into the wilderness. Gut. Ich tue tatsächlich schwimmen. Was? Was, Fritz? Ja, Inventar öffnen, ich weiß. Bist du bereit für einen Crashkurs am Fechten, Jack? Nö, eigentlich nicht. Ich kann tatsächlich, während ich schwöre, auch noch Doppelsprung machen. Gott, bin ich jetzt beinahe. Bin ich jetzt beinahe in den Fluss gesprungen. Tja, was für eine unerwartete Wendung. Eulen und Sümpfe vertragen sich nicht. Mir sind Sümpfe auch nicht geheuer. Du hast 10 Sekunden mehr zu erklären, wieso ich hier bin. Oh, Jack, traust du deinem zuverlässigen Gefährten etwa nicht? 8, 7, 6. Jack, ich als dein Vorgesetzter erwarte, dass du mir ein gewisses Maß an Respekt. 4, 3, 2. Na schön, Teufel noch eins. Du musst mit deinem hartnäckigen Kürbisschädel. Ich bin der magischen Energie gefolgt, die aus dem Portal des Zauberers stammt. Die Magie hat uns zu einem Pfad geleitet, der uns direkt zu diesem Sumpf hier geführt hat. Und hier verliert sich die Spur. Vielleicht finden wir hier noch weitere Spuren oder Hinweise. Na geht doch. War das jetzt so schwer? Ah, sei doch still. Ich liebe diesen Kürbiskopf. Ja, der fetzt. 3, 2. Ah, jetzt kommt das wieder mit der Rollen. Achso. Hui. Oh Gott, das war schon. War schon leicht knapp. Ah, ganz leicht. Hier sieht schon anders aus. Die Dinger sind nämlich längs gestellt. Das könnte knapp werden. Ich habe ja ein bisschen Angst, ins Wasser zu rollen, muss ich sagen. Zum Schlimm ist. Sieht aus wie der Bayou aus dem Amazonas.
Nennt man das Bio? Im Amazonas? Nee, nicht wirklich, ne? So. Lebenspunkte und gespeichert. So, ich kann mir jetzt aussuchen, wo ich hingehe. Da sieht's aus, als würde es weitergehen und hier genauso. Ich gehe mal in die Richtung. Da ist ein Händler. Was macht denn der hier? Ist aber umständlich. Na, sieh mal einer an, wenn das nicht mein Lieblingskunde ist. Was fassest du da? Ich kann dich nicht leihen. Du bist aber auch mein einziger Kunde. Verstehst du? Du kannst von Glück reden, dass du so gute Arbeit leistest. Meine Mutter pflegte stets zu sagen, dass in unserem familiengeführten Traditionsunternehmen einfach mal abgebrochen. So, jetzt können wir noch den Samurai kaufen. Machen wir doch gleich mal. Oh, schick. Nehmen wir doch gerne an. Passt natürlich zum Schwert. Nice. Da war die Pflanze im Weg, die hat mich zur Seite gedrückt. Habt ihr das gesehen? Das war mehr als knapp. Sieht aus, als bekämen wir Gesellschaft. Nein, Ivo, woher denn? So. Stimmt. Habe ich ja ganz vergessen. Da bricht die Typen ja nicht wirklich. Kann ich? Nee, ich kann nicht mal auf die Kutsche hoch. Schweine. So, wo geht's? Ach da. Ich wollte gerade sagen, wo geht's jetzt lang hier? Gespeichert. Mal wieder. Warte mal, ich höre. Schon wieder ein Schädel. Da oben. Ich wollte gerade sagen, kann nicht wahr sein. Alter, die Abstände hierfür werden auch immer weiter. Was weh. Nope, nope. Ja. Mistkrücke. Ich sehe schon kommen, ich bin gleich. Ja, noch nicht ganz. Genau so, Jack. Immer schön locker aus dem Handgelenk raus. Das Dumme ist, die Kisten kann ich nicht zerstören. Aber ich brauche ein bisschen Leben. Ich weiß jetzt nicht, wo ich lang soll. Gehe ich nach oben? Kann ich überhaupt nach oben? Ah ja, kann ich.
Oh, kann das Ding hoch? Moment. Oh ja, es geht. Was macht die Schaufel? Alles klar, kloppt natürlich bloß breit. Aber das ist... Das macht Spaß. Oh, nice. Warum sind denn die teilweise so unsichtbar? Was bist du da drüben? Scheint auch nochmal ein Abverkäufer zu sein, weil der ist anders. Wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht. Neue Freunde zu finden ist immer eine willkommene Abwechslung. Und wen sollst du darstellen? Ich bin natürlich der Händler deines Vertrauens. Mein Name ist... Ich habe nicht nach deinem Namen gefragt. Und hab auch nicht vor, danach zu fahren. Na gut. Und du bist? Ich bin Jack. Ich verfolge so einen bösartigen kleinen Zauberer. Seine Spur hat mich in diesen Sumpf geführt. Moment. Jack? Der Jack? Das kommt drauf an, was du von ihm willst. Der Jack, der den Teufel höchst selbst nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich dreimal reingelegt hat. Die allermeisten vergessen das dritte Mal andauernd. Aber du hast recht, Graf Zahl. Ich bin der Jack. Oh, welch feierlicher Tag. Hurra! Sie wird so glücklich sein. Was? Wer? Sprichst du in Rätseln, Hurra Kreis? Oh, gar nichts, wirklich. Ich habe hier noch was zu erledigen. Aber zögere nicht, mich aufzusuchen. Ich glaube, ich kann helfen. Wunderbar. Alles für meine Fans. Du kannst helfen. Und was machst du? Aha, nichts. Okay. Gut. Dann tun wir dich halt abbrechen. Mir egal. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Ist cool, die fetzt richtig. Diese Lichter lassen Gegenstände erzeugen. So eine ähnliche Fähigkeit gibt es auch in Ahead in Time mit dem Mädchen. Ich weiß bloß nicht, ich glaube, das war eine Hutfähigkeit, wenn ich mich irre. Wow, das reicht nur. Ups. Noch mehr Gegner, es ist nicht so schön. Hier ist ein Haus, da kann ich nicht hin. Auch warum es immer dahin führt, keine Ahnung. So. Aha, ich habe dich getroffen. Das ist, was? Selbst Geister können Geister haben? Habe ich das gerade richtig gelesen? Ich höre... Ah, da unten. Das war leicht knapp. Habe ich noch mit dem linken Finger gesteuert. Ist gut, ich wollte gerade sagen. Ja.
Kann ich den anderen da vorne? Ja, den kann ich. Den habe ich sogar getroffen. Kaboom! Nice. Diese Fähigkeit erinnert mich ein wenig an Kale aus League of Legends mit ihrer Ult. Nur bist du da halt kurzzeitig unbesiegbar. Uhu, neuer Speicherpunkt. War ich da drin schon? Ne, ich komme ja von da. Warum komm ich da hin? Ja, ich komme da hin. Oder auch nicht. Doch. Jack hatte einfach keine Lust, da hoch zu gehen. Oh nee, nicht schon wieder. Genau, kann schwimmen, aber balancieren muss er unbedingt, wenn er. Ja, alles klar. Aha, aber ich erwischt. So. Ja. Ach, das war das, was ich von hier aus gesehen hatte. Ja, okay. Man, diese Teile, die auf ihn schießen. Was habe ich denn jetzt abbekommen? Der in echt noch ein Feuerteil durchgedrückt gehabt, bevor ich Stürme sind. Das wäre ja was. Hätte ich nicht mitbrechen. Hey, die war ich doch gerade schon. Ein Pferd. Ja gut, vielleicht nicht ganz lebendig, aber ein Pferd. Das sieht aus, als wäre das so Stein gemeißelt. Aber es scheint tot zu sein. Ach Jack, hier steckst du also. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich möchte dir von meiner Frau erzählen. Ehrlich gesagt bist du mir ziemlich egal und deine Frau erst recht. Aber sie himmelt dich seit Jahrhunderten an. Ist dein größter Fan. Erzähl mir mehr davon. Wir sind seit 343 Jahren verheiratet. Seit 343 Jahren schwärmt sie von deinen Heldentaten. Viele Nächte haben wir damit zugebracht, uns von deinen heimtückischen Tricksereien zu erzählen. Sie ist eine mächtige Hexe. Sie hat mich geschickt, um Zutaten für ihr bisher bestes Gebräu zu sammeln. Eine Hexe, sagst du? Die könnte ich gebrauchen. Der Zauberer ist mächtig und gewieft. Vielleicht kann deine Frau mir helfen. Ich bin mir sicher, sie würde lieben gerne helfen. Doch zuerst muss ich die Zutaten für sie beschaffen. Hilf mir doch, die Pilze für sie zu sammeln. Dann bringe ich dich zu ihr. Warum soll ich für dich Besorgungen erledigen? Sag mir doch einfach, wo sie sich aufhält. Nur mein Pferd kennt den Weg. Finde die Pilze, dann lasse ich dich auf ihn reiten. Ach, warum halte ich mich ständig mit diesen nervigen Nebenquests auf? Na schön, ich besorge die dämlichen Pilze. Verbindlichsten Dank. Ich werde hier an Ort und Stelle auf deine Rückkehr warten. Könnte so einfach jetzt aufs Pferd springen. Funktioniert aber natürlich nicht. Also gehen wir Pilze sammeln. Ernsthaft? Die sind 10 Meter weit. Na ja, gut, das sind wahrscheinlich mehrere Pilze, die man sammeln muss. Und am Ende erwartet uns noch ein kleiner Bosskampf. Ach nee, das ist der Pilz wahrscheinlich. Oh gut.
Dann was mit ihm machen? Aha. Ah. Oh Gott. Das hat mich jetzt ein wenig irritiert, weil der automatisch gesprungen ist. Boah, ey. So, da drüben könnte ich rüber. Da oben könnte ich hoch. Aber das war's auch schon. Probiere ich es einfach mal. Aber was ist da oben noch? Da oben geht's bis dahin. Weiter geht's nicht. Und da ist noch was. Ich gehe mal nach oben. Mhm. Ach hier. Aha, ich hab dich getroffen. Oh Gott, das hat die Mäuschen schnell weggenatzt. Gut, ich glaube, das hätte ich nicht mal machen brauchen, aber hey. Ich wäre, glaube ich, auch so darüber gekommen. Aber vielleicht ist es bloß dazu da, dass ich ausweiche dem da unten. So wie ich das hier sehe. Ja. Oh, what? Okay. Gut, und wie komme ich jetzt wieder da hoch? Das ist aber... Ja, knapp bemessen war es nicht unbedingt, aber... Hey. Dass da jetzt so eine Rolle geflogen ist, damit habe ich jetzt nicht so wirklich. Ne? Das ist immer am letzten Moment die absoluten Magic Mushrooms. Naja, im Prinzip fühlst du dich so, wenn du wahrscheinlich auf Expeditionskurs bist in eine andere Welt. Oh, das hätte mir jetzt noch gefehlt, dass ich da runterfalle. Yeah, wieder ein Puzzle. Ich bin begeistert. Egal, ab mit dem Kopf. Rauschzustände kenne ich sehr gut. So kann man es auch sein. Oh nice, aus der Vorbildperspektive. Und nu? What? Das hat Spaß gemacht. MC Schwimmenser Erfolg freigeschaltet. Vor allem, das ist ja das Coole, es gab ja mal so ein Spielzeug von damals. Da konntest du ja auch so hier diese vier Farben war es gewesen. Grün, gelb, rot und blau. Du musstest so auch immer so klicken. Und dir das merken. Fand ich eigentlich ganz cool. Habe ich leider nie gehabt. Pilze! Einfach großartig, Jack. Nun bring sie zu mir.
A la Beethoven. Ja, genau, denkst du. Lustig. Klassische Musik zu verwenden ist schon schön. Nennt sich Simon Says. Genau, Simon Says war es gewesen. Ah, ganz vorzüglich. Einen solch großen Pilz habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ab vielen Dank, Jack. Die Geschichten wären dir wahrhaft nicht gerecht. Ah ja, ich weiß. Ich bin Spitze. Und jetzt hol mir den Gaul rein. Das ist auch wieder so ein richtiger Denkserspruch. Oh, aber sicher. Er kennt den Weg sehr gut. Setz einfach auf und reit auf seinen Rücken davon. Ich habe sogar das Gefühl, dass das eine Falle ist. Dann los. What? Jetzt muss ich selbst steuern. Nice. Aber was anderes wie eine Minenlore. Jetzt müsste bloß der Kopf noch abfliegen, dann wäre es nämlich der kopflose Reiter. Entwickelt für Jack. Ach so. Ich verspüre immer noch ein kleines Hungergefühl. Wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich schon? 19 Uhr. 2 Stunden sind wir schon dabei. Vielleicht mache ich doch noch bis 20 Uhr heute. Das macht mich Laune gerade. Ich glaube, das war's. Hätte mir mehr einer sagen können, dass ich. hätte mir ja mal einer sagen können, dass ich einfach rumdriften hätte können. Ja, na, die ganze Zeit ist er von alleine gerade ausgelaufen und jetzt soll ich das machen? Finde ich nicht auch in Ordnung. Das Einzige, was ich mache, ist vielleicht mal ganz kurz den Kurs ändern, aber sonst läuft er ja von alleine gerade aus. Um irgendwelche Kurven rum. Aber jetzt hier mal kurz links, mal kurz rechts. Ja, ich weiß, dass ich das die ganze Zeit, aber das ist ja, du siehst ja, es ist ja jetzt nicht so, dass es immer eine gerade Strecke ist. Im Prinzip tue ich es gerade bloß den Hindernissen ausweichen. Mehr ist es ja nicht. Aber dass mir das Spiel unbedingt jetzt dann zum Ende sagen will, ja, hey, hier musst du jetzt einfach mal nach links selber. Das Pferd rüberlenken. Na, ist das zweite Mal schon gestorben. 2 Mal durch Missgeschick. Und jetzt das eh mal durch Blödheit wieder. Ich frag mich, ob man in diesem Spiel überhaupt sterben kann. Also wenn man es richtig spielt. Jetzt muss ich ihn alle. Genau. Ja, ich gehe hier lang. Jeha! Aber die Zielflagge ist trotzdem oben. Das ist klasse. Erfolg freigeschaltet. Ghost Rider. Nice. Speicherbomb. Hier ist ziemlich. Hier ist. Also, die Plattformen sind hier. Ja, könnte besser laufen. Ich weiß nicht.
Hab ich alles? Ich hab alle. Nein. Nein. Doppelsprung, danke. Oh. Spare ich mir wenigstens die Abkürzung. Haha. So, ich höre schon wieder einen Totenkopf. Da ist er. So. Ja, genau, jetzt muss ich wieder crouchen. Ich finde das so dumm. Ah ja, gut, was wollen wir machen? Ist halt so. Okay. Puh. So. Hä? Was macht denn der da unten? Jack, da bist du ja, mein Freund. Immer mit der Ruhe, Fanboy. Was willst du denn jetzt schon wieder? Du weißt doch noch, da war dieser Pilz, den du mir gebracht hast. Er ist perfekt, versteh mich nicht falsch. Nur reicht ein einziger nicht aus. 10, 9, 8. So, warte doch eine Sekunde. Oh, großer Jack. Ich benötige nur noch einen weiteren Pilz. Danach werde ich dich zu meiner Frau führen. Versprochen. Ich überlasse dir auch wieder mein Pferd. Was sagst du dazu, Jack? So hilft meiner armen Seele. Ich versuche lediglich die Art von Ehemann zu sein, die Liebe meines Lebens verdient. Alles in Ordnung. Nach diesem Pilz ist aber Schluss und bilde dir ja nicht ein, dass ich dich verschonen werde. Vorhin hat man 3 verschiedene Loren-Gebiete. Also Loren. Also wird doch bestimmt das Pferd ein drittes Mal kommen. Klasse. Ja, genau. Hä? Na gut, von der Zeit her ist es recht lange da. Hallo? Uiuiui. Bio, du mein Pferd, ich bin kein Pferd, du Quatschvogel. Ja gut, ich kann runter. Oh mein Gott. Von 20. Haben wir schon eine Menge gefunden eigentlich in dem Level. Fehlen bloß noch 6. Moment. Okay, das sind die Bären. Aha. Müssen wir mal gucken. Okay, passt. Ich habe schon gedacht, ich fliege jetzt hier gleich wieder irgendwie ins Bodenlose, voll ins Wasser rein, aber nee. Alles supi, alles schick. Oh ja, genau. Ich
Okay, ich bin irgendwie dummerweise zum richtigen Zeitpunkt gesprungen. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es hat funktioniert. Ganz einfach, easy. Ah, oh, nice. Wieder kopflos sein. Warum nicht? Ah, oha. Genau. Okay, war falsch. Ha, jetzt war's richtig. Das Minispiel gefällt mir. Ich glaube, dieses Simon Says, das gab es ja auch nochmal in dieser Variation mit mehr als plus 4, ne? Er ist perfekt. Gut gemacht, Jack. Nun bring ihn zu mir. Ist das hell? Aha, ein weiterer prächtiger Pilz. Ausgezeichnet, Jack. So. Haben wir jetzt alles von deinen kleinen Einkaufsliste abgehakt? Ja, allerdings, das Pferd gehört dir. Weiter bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Bei deiner Wegbeschreibung bekommt ihr sicher nicht so häufig Besuch. Würde mich auch wundern. Hier scheint das Pferdchen schon ein bisschen schneller unterwegs zu sein, so wie sich das anfühlt. Zumindest sind die Hindernisse ein wenig näher beieinander. Hab ich so das Gefühl. Ah, da bin ich mal so zur Sicherheit drüber gesprungen. Ich traue dem Braten nicht ganz. Hoffentlich kriege ich nicht wieder gegen irgendeine Wand. Das wäre ziemlich dumm. Ha, da ist die Ziellinie. Ab gegen Boom. Nee, lieber nicht. Spieldaten werden gespeichert. Das ist nicht die Hexe. Gerade sagen, das scheint die Hexe zu sein. Oh nein. Nope. Nope. Dass man nicht einfach auf den Boden kracht, wie es bei Kale der Fall ist. Kracht man überhaupt auf den Boden? Ich habe das noch nicht so wirklich beobachtet gehabt. Ich glaube, da war ich dann immer schon tot. Bleib bloß fern von mir. Oh mein Gott. Nein! Oh. Eieiei, das war das erste Mal, dass mir da die Typen ein bisschen, ja, eine reingedrückt haben. Nicht schlecht.
Okay. Nice. Ich habe gedacht, das hebt die Verschiebung auf, aber ist er gar nicht. Bleibt einfach so geisterhaft. Okay, das ist natürlich schwierig. Also nicht schwierig, aber es hat ja nichts mit dem Spiel zu tun. Trotzdem ist es komisch. So. Puh, dieses Boss ist ganz schön runterkommen. Wer auch immer es gebaut hat, ist bestimmt schon lange tot. Genau. Nice. Da ist er down. Down ist er. Ja, genau. War Zufall. Das ist nur, weil ich mich zurückgelehnt habe. Wie du es beschrieben hast, Baba. Oh. Das ist die Hexe? Sieht komisch aus. Scheint aber bloß ein Fährmann zu sein. Ah, du musst Jack sein. Und woher willst du das jetzt wissen? Überschätze dich nicht, Fährmann. Nachrichten verbreiten sich schnell. Ich wurde schon im Voraus bezahlt, um dich zu der Hexe zu fahren. Trinkgeld nehme ich aber trotzdem gerne. Erst das fliegende Pferd und jetzt noch ein geiler Fährmann. Was kommt als nächstes? Beschwer dich ruhig, so viel du willst. Aber ich bin der Einzige, der dich zu deinem Ziel bringen kann. Wie du meinst, ich hätte nichts einzuwenden gegen eine nette, ruhige Bootsfahrt. Hört sich doch gut an. Wer hat was von ruhig gesagt? Wer hat was von nett erzählt? Und dann mal los. Alter, wenn die Musik so schon abgeht. Oh mein Gott. Das ist ein dummes Schwein. Ich habe mich schon gewundert, warum ruft er jetzt ein zweites Boot? Muss ich kämpfen oder so? Ich weiß es nicht. Nö. Er lässt das andere versenken. Arsch, ey. Oh Gott. Oh, what? Komm, noch ein Boot. Bin ich begeistert. Ja, genau. Nope, diesmal nicht, mein Freund. Ah. Bist du witzig? Jetzt muss er das Ding versinken lassen. Wow. Er hat so ein bisschen die Eigenschaft von Twitch. Also das ist ein LOL-Charakter. Nicht wundern. Ah, das ist das Schöne, mit dem Schwert kann mir keiner was. Ja, ja, nicht großartig. Hui. Ja, genau, durch den. Ist klar, durch den Felsen durch. Warum auch nicht? Die Musik ist gut. Komm mal lassen, was man will. Die haben sich hier echt super gemacht in dem Spiel. Achtung! Es geht gleich auf ein anderes Boot.
komm doch. Warte nur drauf. Doch nicht, da vorne ist ein Speicherpunkt. Nice. Da sind wir und mir sehr wohl gefallen. Kein Trinker geben was. Verzeihung, ich geb dir jetzt. Komm her hier. Kriegst du jetzt mit dem Schwert übergebraten. Komm ran hier! Dann halt nicht. All das hier wegen einer ollen Hexe. Ich hoffe, dass ihre Information unserer Strapazen wert ist. Wir werden mal sehen. Was ist jetzt schon wieder, alter Kauz? Es ist dieser Wald. Ich kann es schwer beschreiben, aber er ist sonderbar. Ich spüre die Anwesenheit von Hexenmagie. Sie kann nicht mehr weit sein. Pass auf, wo du hintrittst, Jack. Ich habe das Gefühl, dass es in diesem Wald gefährlich ist, wenn man sich nicht auskennt. Ein falscher Schritt könnte dein Ende bedeuten, wenn du nicht auf Acht gibst. Das alles weißt du, hast dann aber keine Ahnung, wie ich also hier sicher durchkomme. Das nennt sich Nebenquest. Reite jetzt nicht darauf rum, sondern geh weiter. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, doch dieses Mal bist du auf dich allein gestellt. Okay. Was passiert, wenn Krähen deine Spur aus Brotkrumm auffressen? Die Krähen werden selbst zu Brotkrumm. So, da sind Krähen und hier ist ein umgestürzter Baum. Ich gehe mal nach hier. Da sind Krähen. Krähen, ich gehe geradeaus. Also einfach mal da lang gehen, wo keine Krähen sind. Würde ich jetzt mal spontan behaupten. Da sind Krähen, da sind Krähen. Aber jetzt habe ich schon ein Problem. Ich gehe da lang. Hui. Ah ne, ich kann hier abbiegen. Aber dafür sind da wieder welche. Dann gehe ich rechts lang. Dann gehe ich geradeaus. Dann hier lang. Und dann da lang. Bin ich da? Das ist schwierig. Oh, ich scheine richtig gelaufen zu sein. Nice. Wir haben es fast geschafft, Jack. Sie kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen. Na, da wohl nicht. Da wohl auch nicht. Ich will. Upp! Muss ich kurz mal gucken. Da sind Krähen, da sind Krähen. Also gehen wir hier lang. Das ist eigentlich ganz geil, dass ich das so einfach herausgefunden habe, ohne dass mir da was passiert ist. Das ist natürlich super. Und hier scheine ich ja auch richtig zu sein. So, da geht's nicht lang, also muss ich nach Dorn. Ja, genau. Ich sag doch, ein drittes Mal kommt das Pferd bestimmt. Bist du die Hexe? Tatsächlich. Oho, Jack. Jack, der große Jack ist zurück. Ich bin ja so ein großer Fan. Oh, schaut mich an, ich hab's mit einem echten Star zu tun. Geht doch, endlich zahlt sich mein hart erarbeiteter Ruhm aus. Mir wurde gesagt, du könntest womöglich ein paar Informationen über jemanden haben, den ich suche.
Du meinst den Zauberer, den Retter der Menschheit? Gewiss doch, das Gerücht hat sich schon bis zu mir rumgeschwingt. Was, rumgeschwungen? Egal. Das hätte ich mir denken können, also, was weißt du? Vielleicht möchtest du ja seinen Namen erfahren. Seinen Namen? Ja, sag ihn mir. Oh ja, Jack, für eine Legende wie dich mache ich doch alles. Jetzt hör mir gut zu, der Name des Zauberers lautet... Plop. Wow. Plop? 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 Was ist Plop? Denn bitte für ihr Name. Nein, nein, nein. Du betonst ihn nicht richtig. Man betont es eher so. Plop! Plop! Ah, was zur Hölle machst du da? Eigentlich möchte ich dich nicht austricksen, Jack, aber ich bediene mich nur deiner Mittel. Du schlägst mich mit meinen eigenen Waffen? Touché, du Harpier. Aber denk dran, dass ich auch meinen Teil dazu beigetragen habe, Jack. Überlass mir das Reden, mein Süßer. Du klingst gerade echt verzweifelt. Setz mich sofort wieder ab. Ich fürchte, das geht nicht, Jack. Ich brauche hier etwas Magisches zusammen. Du bist die letzte Zutat, die mir noch fehlt. Wir sollten gehen, Liebes, sonst haben wir keine Zeit mehr für uns. Stimmt, weg hier. Das ist eine Katastrophe. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Wir werden uns direkt zurückholen, bevor sie sehen, seinen Kürbiskopf aushören. Oder noch Schlimmeres. Aber wie? Du weißt doch, dass Jack in seinem Körper schlüpft und ihn wieder verlassen kann, oder? Ja. Na dann, schlüpf mal rein. Da wird mir gleich ganz anders. Jetzt nur nicht den Kopf verlieren. Ne? Dieser Kürbis ist verrückt. Jetzt habe ich endlich alle Zutaten. Wow, ernsthaft? Tatsächlich. Na toll, wie soll ich denn das? Achso, okay, drüber springen. Das ist mal eine coole Verfolgungsjagd. Oh Gott. Das war knapp. Boah. Aua. Kann nicht wahr sein. Nope. Lol, da überholt mich die Kutsche einfach. Ich wollte gerade sagen, er hat sie mir beinahe den Kopf gekloppt, aber hahaha. Ich habe ja nicht mal einen. Oh, was ist das denn? Wir kommen ja endlich unsere Gäste. Wer hätte gedacht, dass eine kleine Entführung da wahre Wunder wird? Gib sofort diesen Kürbis zurück. Egal, was für einen scheußlichen Zaubertrank ihr da zusammenbraut. Wir werden euch aufhalten. Naja, der Zauber halt. Ihr wisst schon, die Pilze, der Kessel, besessene Kürbis. Oh, du und dein Spatzen. Das hier wird kein Zauber, sondern unser Abendessen. Ja, Abendessen. Ja doch, wir sind Veganer. Ich das höre. Das hier ist ein Pilzeintopf mit Maggi. Warum solltet ihr mich dann essen? Kürbisse haben auch Gefühle. Da hast du wohl recht, aber Kürbisse sind nun mal echte Vitaminbomben und gut für die Haut. Ganz besonders die Besessenen. Wir Veganer leiden unter akutem Seelenmangel.
wie du dir vorstellen kannst. Da können wir auf deine Gefühle keine Rücksicht nehmen. Ach, der hängt da rum. Ich hab gedacht, der ist im Top drin. Ah, ihr habt doch beide einen Riss im Kessel. Ich mag vielleicht ein Feigling sein, aber ich werde Jack zurückholen. Willst du nicht nur noch zum Abendessen bleiben? Nun denn, du wirst einen netten Hauptgang abgeben. Ich möchte keine Kratzer an meinem neuen Körper. Vogel, sei vorsichtig damit. Oh shit. Okay. Mhm. Das ist interessant, der Boss. Okay, also die darf ich nicht berühren. Ah, das wird einmal eingeschlampt, alles klar. Oh shit. Gott, jetzt kommt der noch hinzu. Das ist natürlich... Oh! Uncool. Aber ist machbar. Wird er dann wahrscheinlich in der nächsten Runde... Naja, die alte kann nicht hinzukommen, das wäre... Ah, shit. Boah. Quatsch. Ah, jetzt. Jetzt ein bisschen Leben hier. Ja, nice. Ah, jetzt dreht sich das Ganze auch noch, okay. Nice, das haben wir jetzt, muss ich bloß noch das eine Auge hier. Nice. Veganst du es wagen? nu? Ah, hier. Was ist das denn? Eine Schrotflinte. Geil. Jo, jo, jo. What a misstep. In their hubris to hunt down the wizard. Jack and his avian accomplices followed the only trail available that they could find in the woods. At the behest of a fawning merchant, Jack was sent on a wild goose chase in the hopes of meeting a powerful witch. Traversing the merciless landscape on horseback, and with the help of an ignoble ferryman, Jack's efforts soon paid off, and he met with the witch, only to have his own head stolen for their supper. With the assistance of the cowardly crow, Jack was reunited with his body. And now, with the wizard's trail run cold, Jack and his companions have only instinct and gumption to guide them.
They hurry to follow the sounds of cannons and gunfire to find a city at